Hallo Creeper. Jetzt habe ich das Gefühl, die Musik ist zu leise. Zu laut. So. So dürfte es sein. Nein, das sind zwei falsche hier. Und hier ist es schon zu Ende. Okay. Wir haben ja hier in der Nähe, glaube ich, auch noch ein paar Waffen. Das passt eher zum Battle. Und ich kann euch wieder Infos zum Battle geben, stimmt. Das Einzige, was wir jetzt nur noch brauchen, ist Zeit. Zeit zum Aufnehmen. Wir haben alles wieder, was wir brauchen, bis auf Sneak Plugin. Das scheint irgendwie zurzeit noch nicht geupdatet zu werden. Aber... wo war ich gerade? Sneak Plugin, ja. Wird zurzeit noch nicht geupdatet, so wie es aussieht. Deshalb werden wir die Battle... Wir müssen Battle Staffel 5e abbrechen. Da die Map Schrott ist. Ja, die Map ist Schrott. Seit der neuen Version 1.3 hat Nitrado irgendwie unseren... also nicht Nitrado, sondern der Game-Server von Nitrado hat irgendwie die Map gelöscht. Ich hatte nur ein Backup von der Map, als die Map ganz frisch war. Also, ja, die logischste Variante, die wir jetzt nur machen könnten, wäre einfach eine neue Map machen und ganz von vorne anfangen. Das wäre dann die Staffel 5 Reloaded oder die Staffel 7. Nee, Staffel 6. Die jetzige Staffel 6 wurde ja auch abgebrochen, da die lieben Organisatoren dieser Staffel 6 nie alle 10 Leute zusammengekriegt haben. Und immer, wir wollten dann mal aufnehmen, jetzt kommt der große Punkt, ich sag euch das mal, wir wollten dann aufnehmen, die mit, ja, mit ganz toll 5 Leuten, und was waren wir? Wir waren 2. Und das waren, Snowman und ich. Da hatte ich dann wirklich keinen Bock mehr, musste leider dafür Snowman dann im Stich lassen, und wieso habe ich 23 Level, frage ich mich gerade. Aber dafür musste ich dann leider Snowman im Stich lassen, das mir auch irgendwie im Nachhinein übelst leid getan hat. Aber, ist halt Business. Da vorne war Lava. Ich will nämlich jetzt endlich mein Höllenportal haben. Ich will Glowstone. Und da haben wir noch mehr Kohle, okay. Unsere Kohle wird es uns hier doch nicht mangeln. Da vorne war ja auch noch die Höhle, die große. Naja, sonst ist ja so der Durchgang. Oh. Hallo Mr. Krapper. Den Creeper werde ich auch noch ummodellieren. Ich werde so gut wie fast jeden Mob probieren, anders zu machen, aber so, dass er noch wie ein Mob aussieht. Ich wollte nämlich schon am Anfang das Skelett auch wie ein Spirit-Zombie aussehen lassen. Aber das habe ich dann doch gelassen. Ocean Floor, schönes Lied. Ich muss mal kurz das Licht ausmachen. So. Da oben ist noch mehr. Kohle, aber ich brauche gerade wirklich keine Kohle mehr. Habe ich echt hier schon alles erkundet? Das sieht so aus. Ach so, hier geht's raus. Okay. Ich muss doch einmal um den Berg rumgehen, um an die Lava zu kommen. Wenn man hier, oh, hier so dazwischen sowas. Oh, das ist ja geil aus. Aber wie gesagt, ich bin nicht so ein riesiger Bauer. Ich bin eher einer immer, der Sachen klein hält. Bin nicht so einer, der so richtige Gebilde baut. Das sieht hier einfach so geil aus. Hier muss man einfach was Großes bauen. Ich renne schon viel zu weit. Melonen, was habe ich da? Kürbisse brauche ich auch noch. Die stehen ja da vorne. Kann ich mir auch gleich mal ein paar mitnehmen und anpflanzen. Damit uns die bösen Endermänner nichts antun können. Scheint eine Höhle zu sein. Nein, das war nur Grafikbug. Lightningbug meine ich. Nicht Grafik. Grafikbugs sind was anderes. Lightningbugs sind was Schlimmes. Dann sieht man nicht, ob da eine Höhle war oder nicht. So, und hier war dann die Lava. So, und da will ich mal gucken. Wie viel Lava ist denn das?
Ich glaube, das dürfte... Ja, das reicht locker für ein Tor. So, da unten drunter. Ja. So. Jetzt heißt es, Halleluja, die Post geht ab. Warten. Ah! Ich konnte nichts einsammeln mehr. Jetzt aber. Das heißt, ein Block umsonst verbaut. Hier braucht man 10, ne? 10 braucht man eigentlich für ein Portal, oder? 3... Warte mal, 3, 3... Ja. Ich habe keinen Bock zu rechnen. Nein, doch, ich weiß nicht. Soll ich jetzt doch so voll verspätet dann noch die Antwort bringen? Hm, ja, mache ich einfach mal. Es braucht doch 10. Ich mag den Mod voll mit dem GLS-Mod. Konzentration, alles verschwimmt. Ja, das ist ein Mod. Ist nicht immer in der Minecraft. Und seitdem ich Optifine irgendwie nicht mehr drin habe, sondern im C-Patcher, läuft alles viel flüssiger. Blark. Aber oh, genau heute an diesem Tage ist Sauropod Studio ein Erfolg gelungen. Sie haben den Kickstarter geschafft und die ersten Kopien von Castle Story sind im Auftrag. Das Spiel wird zwischen September und dem 17. August dann für jeden bereitstehen, also für jeden, der gekauft hat, also der Prototyp wird von da an bestehen, das heißt die Beta kommt so, ja, November, Dezember würde ich mal so sagen. Und dann das volle Spiel wird dann so hoffentlich Februar, März. Ja, so ungefähr. 9, einer fehlt noch, dann können wir uns ein Portal bauen und wir sollten uns schleunig beeilen, weil es wird schon wieder Nacht. Sagen wir so, es ist Nacht. So, jetzt nicht wie weg. Die 100 Meter müssen, muss ich doch irgendwie schaffen. Auch wenn ich nur ein Diaswert habe. Diaswert vor allem, ein Diaswert. Hier komme ich nicht durch. Weißt du was? Scheiß drauf, ob ich da durchkomme oder nicht. No risk, no fun. Ich brauche Dirt. Yay, 7 Dirt. Bringt mir ja voll. Opus One, das Lied, das habe ich auch hier Dings auf dem Desktop haben. Ja, ich habe das Lied auf dem Desktop haben. Oh my god, it's a creeper. Ah. Das erinnert mich gerade irgendwie wieder an den Traum, den ich noch haben musste. Und ja, ich weiß, dass es ein Spielfehler war. Ich frage mich aber immer noch, wie das passieren konnte. War das dann ein Schwein, das auf einen zugekommen ist und explodiert ist? Oder war das einfach von Anfang an schon so im Skin, dass das... Oder war das... Ich will es einfach nur wissen. Ich muss mir... Ich will mir die... Ich guck... Nee, ihr sagt mir gar nichts. Ich guck mir die Geschichte vom Creeper auf dem Minecraft-Wiki an. Da dürfte es ja hoffentlich stehen. Hm, mich wundert, dass ich keinen Fallschaden kriege. Okay. Ich muss dir meine Klappe aufreißen. Oh, hallo Enderman. Na, wie geht's denn dir heute? Ich musste vorhin noch gucken, ob das hier nicht meine Testmap hiervon war, von meinem Minecraft Let's Play. Das wäre scheiße gewesen. So. So, wo bauen wir unser Höhlenportal?
Ich würde sagen, erstmal schlafen wir. Oh ja, X, ne? Boah, was ist das da für eine Party? Hier sind die Farms, da ist unser Haus. Ich glaube, ich weiß, wie ich das bauen werde. So, dann kommt hier so ein kleiner Gang rein. Natürlich 2 breit oder 3 breit, keine Ahnung, wie breit ich den noch machen werde. Auf jeden Fall nicht größer als 4 breit, 3 hoch natürlich. Ich will das nur so weit hier weg machen, dass ich nicht die Geräusche davon höre. Ich habe nämlich schon einen Plan, was ich dann da machen werde. Ich will nur gucken, ob das dann auch passt, weil wenn nicht, dann kann man es ja wieder umändern. Aber man muss halt Variablen schaffen. So. Dann mache ich hier mal einen. So. So. So ist dann das Portal. Das heißt, ich muss das hier wegmachen, um das so zu haben, wie ich das haben möchte. Aber ich möchte dann neben dem Portal bis hier so 2 Treppen hochgehen und dass man dann in der nächsten Etage ist.